Leonie, das Ausmaß der Putschpläne der Reichsbürger nimmt immer größere Ausmaße an und die Politik muss endlich reagieren. Die Erkenntnisse sind ja schließlich nicht ganz neu, oder? So ist es, Franka. Und darüber wollen wir direkt sprechen mit dem Sicherheitspolitiker der Union, Roderich Kiesewetter. Guten Tag, Herr Kiesewetter. Grüß Sie, Frau Kommando. Zunächst also eine Frage, die sich nun sehr viele stellen. Unter den Festgenommenen, wir haben es im Beitrag gerade gehört, waren also mehrere Offiziere, ehemalige Offiziere und Soldaten. Und man stellt sich natürlich die Frage, ist das, was da freigelegt wurde, nur die Spitze des Eisbergs? Wie groß ist das Problem, was die Bundeswehr da möglicherweise hat? Also zunächst mal ist es ein echter Erfolg des Rechtsstaats. Und es sind einige wenige ehemalige Bundeswehrangehörige und ich glaube ein aktiver Soldat mit dabei. Das ist keine Spitze des Eisbergs, sondern das ist eine kleine Gruppe von Extremisten, die wir sehr sorgfältig beobachten müssen. Und jetzt kommt es darauf an, sehr intensiv die Daten auszuwerten, die gefunden wurden. Aber es ist eher eine Problematik der Gesellschaft und nicht eine der Bundeswehr. Sie sprechen es gerade an, was für Konsequenzen da eben jetzt möglicherweise gezogen werden müssten. Was kann man, was muss man denn also tun, um eine Unterwanderung von Rechten in der Bundeswehr zu verhindern? Bisher ist ja offensichtlich dann doch noch nicht genug passiert. Also der Schwerpunkt ist ja nicht die Bundeswehr. Es sind ja über 90 Menschen verdächtigt und davon sind 8 im Umfeld der Bundeswehr. Also ein sehr geringer Anteil. Entscheidend ist, dass die Bundeswehr in den letzten Jahren wirklich gute Arbeit geleistet hat. Der militärische Abschirmdienst kooperiert sehr eng beim islamistischen Extremismus und beim Rechtsextremismus mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz. Das funktioniert also. Kritisch ist das, was in den Jahren davor passiert ist, also in den 50 Jahren davor, wo wir eben in der Reserve doch die eine oder andere Person haben, die genauer geprüft werden muss, wo wir auch an Waffenbesitzkarten heran müssen und schauen, wie da die Zuteilungen erfolgt sind. Aber im Wesentlichen ein Erfolg des Rechtsstaats und kein Problem der Bundeswehr. Die Rede ist aber eben auch von einem gravierenden Personalmangel, was eben zum Beispiel die Dienstgerichte da angeht, die Truppendienstgerichte. Da fehlt es also an Personal ganz gravierend, sodass es eben teilweise bis zu 2, 3 Jahren, hat uns Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Verteidigungspolitikerin der FDP, vorhin gesagt, dauern kann, bis tatsächlich mal ein Urteil vollstreckt wird bei Leuten, die eben auffallen durch eine extremistische Gesinnung. Was muss also da getan werden? Die Truppendienstgerichte sind ja für die aktiven Soldaten und für aktive Reservisten zuständig, nicht für Ehemalige. Das ist in Ausnahmefällen der Fall. Also insofern geht es da um die normale Gerichtsbarkeit. Viel wichtiger ist, dass die Verfassungsschutzbehörden auf Stand gebracht werden und dass die Vernetzung des Bundesamtes mit 16 Landesverfassungsschutzämtern und 16 Landeskriminalämtern fast nicht zu leisten ist. Also hier muss pragmatischer und enger vernetzt werden. Was die Streitkräfte selbst angeht, ist ausreichend Sensibilisierung. Es herrscht auch eine Meldekultur. Also da bin ich sehr guter Dinge. Lassen Sie uns zuletzt noch auf die AfD blicken, denn viele Reichsbürger fühlen sich der AfD ja nahe. Eine ehemalige AfD-Abgeordnete ist ja auch unter den festgenommenen Personen. Jetzt fordert die CSU, dass die AfD vom Verfassungsschutz auf Bundesebene beobachtet werden soll. Was sagen Sie dazu? Also zunächst mal ein bundespolitischer Punkt. Allein die Forderung der CSU und das, was wir erleben, zeigt ja, dass es überhaupt nicht an der Zeit ist, über eine, wie soll ich sagen, Überwachungsgesamtrechnung zu sprechen, wie Grüne und FDP es wollen, sondern wir müssen über eine Bedrohungsgesamtrechnung sprechen. Die Bevölkerung muss wissen, wo sie bedroht wird. Und die AfD ist ein Arm in die Reichsbürgerszene und ein Arm in den Rechtsradikalismus dieses Landes. Und deshalb wird geprüft werden müssen, ob sie vom, wie soll ich sagen, Untersuchungsfall, vom Verdachtsobjekt zum Beobachtungsfall, zum Beobachtungsobjekt wird. Und da hat sie mit dieser Reichsbürgergeschichte einen massiven Schritt in diese Richtung gemacht durch die ehemalige Abgeordnete, aber auch dadurch, dass viele ehemalige Rechtsradikale oder aktive Rechtsradikale Beschäftigte bei AfD-Abgeordneten sind. Hier müssen wir noch viel genauer hinschauen. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.